Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder einen Fall aus den USA für euch. Heute erzähle ich euch von dem Serienmörder Richard Ramirez, der auch als der Night Stalker bekannt war. Am 29. Februar 1960 wurde Richard als jüngstes von 5 Kindern in El Paso, Texas, geboren. 2 seiner älteren Geschwister kamen bereits mit Geburtsfehlern zur Welt und als dann damals seine Mutter Mercedes mit ihm schwanger war, rieten die Ärzte ihr und ihrem Mann Julian davon ab, Richard zur Welt zu bringen. Doch seine Mutter war eine sehr tief religiöse Frau und ja, sie wollte einfach nicht auf den Rat der Ärzte hören und brachte Richard dann so einige Monate später zur Welt. Neben der religiösen Verbundenheit seiner Mutter prägten ihn aber auch das besonders gewalttätige Verhalten seines Vaters gegenüber ihm und seinen Geschwistern, aber auch sich selbst, die Kindheit von Richard sehr. Und so floh er häufig nachts auf den Friedhof, wenn er es zu Hause nicht mehr aushielt, denn er fühlte sich irgendwie zu Friedhöfen hingezogen. Dort fühlte er sich sicher und konnte gut abschalten und eben dem Drama zu Hause entfliehen. Ja, und so fing es dann auch an, dass er irgendwann in dieser Zeit eine Art Satanismus entwickelte. Auch sonst lief in seiner Kindheit, abgesehen von dem gewalttätigen Verhalten seines Vaters, längst nicht alles reibungslos ab. In der Schule erlitt er des Öfteren epileptische Anfälle. Man vermutet, dass sie im Zusammenhang mit einer Kopfverletzung stehen, die er sich als Kind einmal zugezogen hat. Doch das ist nicht das Einzige, denn im Alter von 9 Jahren wurde einer seiner Brüder von einem Sonderschullehrer sexuell missbraucht und man geht sehr stark davon aus, dass Richard genau dasselbe von diesem Lehrer erleiden musste. Ja, und als Richard gerade einmal 12 Jahre alt war, prahlte sein Cousin, der als Spezialeinheit im Vietnamkrieg gewesen war, damit wir vietnamesische Frauen sexuell missbraucht, gequält und verstümmelt hat. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, einem 12-Jährigen so etwas zu sagen, aber was er danach tat, war noch viel verstörender, denn er packte Polaroid-Fotos aus, auf denen man eben die Frauen, die er gequält und verstümmelt hat, sah und zeigte sie ihm. Und anschließend erklärte er ihm auch noch, wie man mit einem Messer einen Menschen töten kann. Das Umfeld, in dem Richard aufwuchs, war wirklich nicht das Beste. Ja, und zu allem Übel war er auch noch dabei, als sein Cousin seine eigene Ehefrau ermordet hat. 1976 zog Richard dann nach Los Angeles und kurz vor seinem Umzug versuchte er in einem Hotelzimmer eine Frau sexuell zu missbrauchen. Doch kurz bevor es dazu kommen konnte, kam der Ehemann der Frau in das Hotelzimmer zurück, erwischte Richard natürlich und verprügelte ihn dann. Die beiden machten bei der Polizei aber letztendlich keine Aussage, denn sie wollten mit diesem ganzen Vorfall nichts mehr zu tun haben und wollten ihn einfach nur vergessen. Ja, und so kam er noch einmal mit einem blauen Auge davon. Wer jetzt glaubt, dass Richard in L.A. ein komplett neues Leben führen wollte und ja, nochmal neu anfangen wollte und einfach dieser grausamen Kindheit, in der er aufgewachsen ist, entfliehen wollte, der liegt falsch. Kaum in L.A. angekommen, fing er dann an, seinen Lebensunterhalt mit Autodiebstählen und Drogendelikten zu finanzieren. Einige Jahre lebte er dann eben in L.A., ohne dass etwas Größeres vorgefallen ist. Er lebte, wie gesagt, von diesen ja, kleinen Verbrechen, die er da eben beging. Und das alles änderte sich aber dann, als er seinen ersten von 13 Morden beging. Am 10. April 1984 tötete er die 9-jährige May Loing, die man im Keller eines Hotels fand. Und der Mord an ihr konnte ihm tatsächlich erst 2009 durch einen DNA-Abgleich nachgewiesen werden. Vorher wusste man einfach nicht, wer dieses arme kleine Mädchen ermordet hat. Etwa 2 Monate später, am 29. Juni 1984, geschah dann der erste Mord, der unter den Namen Night Stalker fiel, denn er brach in die Wohnung einer 79-jährigen Frau ein und
missbrauchte sie, nur um sie anschließend mit einem Messer zu erstechen. Am 17. März 1985, also fast 9 Monate später, beging er dann einen weiteren Mord. Er tötete wieder in einer Wohnung jemanden und als er dann versuchte, die Mitbewohnerin des Opfers, welches er zuvor getötet hat, auch zu töten, konnte diese aber irgendwie fliehen und sich vor ihm retten und konnte der Polizei dann auch noch eine Aussage eben tätigen. Richard floh dann natürlich aus der Wohnung, als er gesehen hat, dass sein zweites Opfer ihm entkommen konnte. Und noch am selben Tag zerrte er dann eine 30-jährige Frau aus ihrem Auto und erschoss sie. Dadurch, dass diese beiden Morde eben am selben Tag stattfanden und nicht zu weit voneinander entfernt, wurden die Medien natürlich darauf aufmerksam. Und bald breitete sich schon eine sehr große Panik bei den Menschen aus, als sie eben von diesem Fall hörten. Und da man eben noch keinen Namen des Täters hatte, weil man ja noch nichts über die Identität wusste, wurde er in den Medien nur als der Walk-in-Killer bezeichnet, zunächst, bevor er dann später den Namen Night Stalker bekam. Und er wurde in den Medien eben als jemand mit sehr langen Locken, wulstigen Augen und sehr schlechten, ungepflegten Zähnen beschrieben. 3 Tage nach dem Zweifachmord entführte und missbrauchte er ein Mädchen aus Eagle Rock, einem Stadtteil von Los Angeles. Am 27. März, also 10 Tage nach diesem Zweifachmord, tötete er in einem Ort 43 Kilometer von Eagle Rock entfernt den 64-jährigen Vincent Zazzara und seine 44-jährige Ehefrau Maxine in ihrer eigenen Wohnung. Die Obduktion ergab, dass Richard Maxine nach ihrem Tod die Augen herausschnitt. Man weiß nicht, warum er das getan hat und man konnte die Augen auch niemals finden. Die Polizei ermittelte natürlich tatkräftig, sie kamen in dem Fall aber einfach nicht weiter und Richard entschied sich dazu, im April ja etwas ruhiger zu sein, also den ganzen April über beging er überhaupt keine Verbrechen, er griff niemanden an, missbrauchte niemanden, tötete niemanden, einfach damit es um ihn herum etwas ruhiger wird. Ja, und die Polizei tappte noch sehr, sehr lange im Dunkeln. Wie gesagt, Richard hielt sich dann eine Weile etwas bedeckter, bis er dann doch in Monterey Park in die Wohnung eines 65-jährigen Mannes und seiner Frau eindrang und dem Mann in den Kopf schoss. Der Mann war jedoch nicht sofort tot. Er schleppte sich sterbend zu dem Telefon, um eben die Polizei zu informieren. Richard, der gerade im Begriff war, die Ehefrau des Opfers zu töten, bekam das natürlich mit und ergriff daraufhin die Flucht. Die Polizei traf dann auch ein, konnte den Mann allerdings nicht mehr retten, denn als sie eintrafen, war er bereits verstorben. Ungefähr eine Woche später verletzte er 2 über 80-jährige Frauen in ihrer eigenen Wohnung sehr schwer. Und bevor er aus der Wohnung floh, malte er mit Lippenstift noch ganz viele Pentagramme an die Wände. Eine der Frauen überlebte, die andere erlag leider ihren Verletzungen und überlebte das Ganze nicht. 3 weitere Frauen verloren auf grausame Weise ihr Leben. Er drang in ihre Wohnungen ein und die eine erschlug er und den anderen beiden durchtrennte er die Kehle. Am 20. Juli 1985 schlug er dann erneut zu, diesmal in Sun Valley. Dort tötete er einen 32-jährigen Mann, missbrauchte und schlug danach seine Ehefrau. Und als er damit fertig war, missbrauchte er dann auch noch den 8-jährigen Sohn des Paares vor den Augen seiner eigenen Mutter. Später am Tag erschoss er dann noch ein älteres Ehepaar. Und 2 Wochen später schoss er in Northridge auf ein Paar in dessen Wohnung und verletzte beide schwer. Das war erstmal seine letzte Tat in L.A., denn er beschloss nach dieser Tat, Los Angeles den Rücken zuzukehren und nach San Francisco zu gehen. Am 17. August 1985 erschoss er dann erst einen 66-jährigen Mann, nur um anschließend dann auf seine Ehefrau zu schießen. Doch diese konnte glücklicherweise überleben und konnte ihn dann anschließend bei der Polizei als den Walk-in-Killer, den man jetzt mittlerweile den Night Stalker nannte, da er vermehrt in der Nacht zuschlug, identifizieren.
Außerdem hinterließ er an sehr vielen seiner Tatorten Teufelssymbole, weswegen man eben noch mehr die Verbindung zwischen den einzelnen Morden schließen konnte, also darauf schließen konnte eben, dass das ein und derselbe Mörder war. Nur wenige Tage später, am 24. August, beging er dann einen für sich fatalen Fehler. Er schoss einem 29-jährigen Mann in den Kopf und missbrauchte dann die Verlobte des Angeschossenen, ließ sie aber leben und verließ danach den Tatort. Und genau das war für ihn der Fehler. Denn der Mann konnte glücklicherweise überleben und konnte eben eine Aussage tätigen. Und die Frau hatte ihn ja gesehen, sie wusste, wie er aussah und konnte der Polizei dann eine sehr genaue Beschreibung des Täters liefern. Ja, und wie der Zufall es so will, sah ein Jugendlicher etwa eine Stunde vor der Tat, wie ein Einbrecher sich an dem Familienhaus des Jugendlichen zu schaffen machte. Also er sah, wie jemand sich nach Möglichkeiten umsah, in dieses Haus reinzukommen. Als Richard jedoch sah, wie der Jugendliche ihn beobachtete, sprang er in sein Auto und ergriff die Flucht. Doch der Jugendliche war zum Glück nicht dumm und merkte sich einen Teil des Kennzeichens. Es stellte sich heraus, dass das Auto gestohlen war und am 28. August konnte die Polizei das Auto dann auch finden. Von Richard war natürlich, ja, keine Spur, er war nicht mehr anwesend, er hatte das Auto einfach zurückgelassen und sich ein neues Auto geholt. Aber die Polizei konnte am Rückspiegel Fingerabdrücke sicherstellen. Die Fingerabdrücke auf diesem Rückspiegel stimmten mit den Abdrücken des 25-jährigen Richards überein. Seine Fingerabdrücke waren schon bekannt durch die Autodiebstähle, die er begangen hatte. Also er war im Polizeiregister eben vermerkt. Und so wusste die Polizei nun endlich, wer der Täter ist. Sein Polizeifoto wurde dann landesweit ausgestrahlt und er kam auch auf jede Titelseite von irgendwelchen kalifornischen Zeitungen. Ja, und wirklich nur einen Tag später wurde er dann von einer Gruppe in einem Latino-Viertel in L.A. identifiziert, als er gerade dabei war, ein Auto zu stehlen. Diese Gruppe von Leuten ging auf ihn zu und schlugen ihn zusammen, sodass dann wirklich auch die Polizei dazwischen gehen musste, weil sie ihn sonst wahrscheinlich zu Tode geprügelt hätten. Ja, und so konnte man ihn endlich festnehmen. Am 3. August 1988 berichtete die Los Angeles Times, dass ein Gefängniswärter mitbekommen haben soll, dass Richard plant, eine Schusswaffe mit in den Gerichtssaal zu nehmen und den Staatsanwalt zu ermorden. Ja, und daraufhin wurden dann überall so große Metalldetektoren aufgestellt und jeder Besucher, der dort rein wollte, wurde komplett von oben bis unten untersucht und durchgesucht, ob er irgendetwas, ja, reinschmuggelt, weil man eben genau das verhindern wollte. Am 14. August wurde das Verfahren gegen ihn dann einmal unterbrochen, nachdem eines der Jurymitglieder nicht aufgetaucht war. Sie wurde später tot in ihrem Apartment gefunden und die anderen Jurymitglieder bekamen es dann sofort mit der Angst zu tun, weil sie Angst hatten, dass Richard es irgendwie geschafft hat, aus seiner Gefängniszelle heraus diese Frau ermorden zu lassen. Ja, davor hatten sie natürlich alle total Angst, denn genau das wollten sie ja nicht, dass ihnen dasselbe passiert. Es stellte sich aber dann heraus, dass gar nicht Richard für diesen Mord verantwortlich war, sondern der Partner der ermordeten Frau hat sie zuvor im Streit getötet und sich später selbst in einem Hotelzimmer das Leben genommen. Am 20. September 1989 wurde er dann schuldig gesprochen für 13-fachen Mord, 5-mal versuchten Mordes und 11-facher Vergewaltigung und 14-fachen Einbruchs. Am 7. November wurde er dann 19-fach zum Tode in der Gaskammer verurteilt. Das Strafverfahren war eines der längsten und kompliziertesten in der amerikanischen Justizgeschichte. Fast 1600 angehende Jurymitglieder wurden angehört und 165 Zeugen wurden befragt. Der Fall erregte natürlich sehr viel Aufmerksamkeit und es war auch so, dass sich viele zu ihm hingezogen fühlten. Er hatte sehr viele Fans, überwiegend weibliche Fans, die sich eben zu ihm hingezogen fühlten und ihm Briefe schrieben und ihn besuchen wollten und einfach, ja, so ein bisschen wie besessen von ihm waren. Eine Frau blieb besonders hartnäckig. Ab 1985 schrieb die Redakteurin Doreen Leoy ihm insgesamt 75 Briefe
und sie hatte damit Erfolg. Denn 1988 machte er ihr einen Antrag und am 3. Oktober 1996 heirateten die beiden im San Quentin State Prison. Die Todesstrafe wurde nie vollzogen, da er jahrelang immer wieder Aufschub erhielt. Nach über 20 Jahren im Todestrakt verstarb er dann am 7. Juni 2013 an Leberversagen. Ja, das war der Fall des Night Stalkers. Unfassbar, dass er so lange morden konnte, ohne gefasst zu werden. Ich meine, er hat ja nicht nur gemordet, er hat ja auch einige Menschen einfach quält und missbraucht und ihnen etwas angetan. Es gab Menschen, die haben überlebt, er hat Menschen am Leben gelassen. Und ich frage mich da wieder, wie es dazu kam, dass die Leute nicht viel früher eine Beschreibung von ihm abgeben konnten, eine genaue Beschreibung, sodass man dann wusste, okay, um den könnte es sich handeln. Oder dass die Leute nicht irgendwie an den Tatorten Fingerabdrücke oder sowas gefunden haben, die sie dann eben hätten abgleichen können. Man hätte ja dann viel früher darauf schließen können, Mensch, das ist der gesuchte Mörder. Verstehe ich nicht so ganz, aber da wird es wohl seine Gründe für gegeben haben. Wie immer dürft ihr mir sehr gerne eure Meinung zu dem Fall in den Kommentaren dalassen. Ich möchte nicht bestreiten, dass er eine schwere Kindheit hatte, denn die hatte er. Aber dennoch ist das absolut kein Grund dafür, anderen Menschen so ein Leid anzutun, nur weil man selbst in seiner Kindheit schlimme Dinge, ja, erfahren hat und durchleben musste. Wie immer, lasst mir eure Meinung zu dem Fall gerne in den Kommentaren da. Wenn ihr den Fall interessant fandet, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. Weitere Videovorschläge, weitere Fälle, die ihr gerne sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!